Er ist aber schnell verschwunden. The fuck? Nee, der lebt noch. Wir müssen, der muss noch das Interview geben. Der darf vorher nicht sterben. So, da ist wieder dich. Again? Was denn? You okay? Need some help? Sue, what the whooping hell are you doing here? Na, du hast gesagt? That's nothing, I'll take er hat gesagt, ich soll da hingehen. Hä? Ah, how's this? I was just about to buy a drink. You want one? Yo. Sure, whatever works. Alrighty. Come on now, take a seat. Boah, wenn ich stell mir mal vor, ich wäre mit der Angie alleine da drin in dem dunklen Raum. Ich würde sie so hart durchnehmen, ohne dass sie es überhaupt bemerkt. Classic. This'll do the job. So, where should we start? Or what do you want to know? If it has to do with Wenhua, I probably know about it. Ask away. Aski away, oder? Well, what do you know about the Huang Ting Ting missing persons? Huang Ting Ting. Ich mag die Namen. Huang Ting Ting. Huang Ting Ting? Huang Ting Ting. Patricia, nicht eifersüchtig sein. Du kriegst schon auch noch meinen Pipi. Aber woanders dann. Oh. Nicht da, wo es so unheimlich ist. Da, wenn du kriegst, wenn du deinen neuen Ofen bekommst, werde ich aus dem Ofen springen als Überraschung. Yeah, you could say that. But didn't she end up dead? A body was never found. So the police just left it as a missing persons case. Das hat die Angie freigegeben. Die Paddy, die Doofkuh. But after all these years, I'm assuming that she... Yeah, yeah. I figured the same. Hey, how'd you get that video? Internet? It's all over the internet. Ja, sag ich doch, Internet, Alter. Internet? Dem ist schon klar, dass er eine Sonnenbrille trägt, oder? In dem dunklen Raum. And now they've got those tables, tablets. I don't use that stuff. Hey, wait. Why'd you ask about that girl? Actually, I did a special report on the Huang Ting Ting case. Huang Ting Ting. Ich komme nicht drauf klar. Huang Ting Ting. Huang Ting Ting. Made me think of her. Huang Ting Ting. You seem to know so much about the place. I figured I'd ask. Ich muss zugeben, die Grafik ist gar nicht so schlecht. Für 20 Euro. True, true. Kann man mal machen. Wenn jetzt noch ein bisschen was passiert, bin ich echt. Alex hat das empfohlen. It's amazing how fast time passes. Must be tough having to stay up here so late. Nah. It's not like I've got anywhere else to go. You get used to it. You, don't get along with your wife? She passed away a long time ago. From an accident. Oh, sorry. Ah, it's fine. Mach dann jetzt, achso. Alter, der kann mit seinem Arsch auf einem Foto sitzen und dieses Foto hat nicht eine Falte. Die ist ja schön, voll die Hübsche. Die ist wirklich schön. So würde ich mir die Angie als Chinesin auch vorstellen. Und so wie er, das ist so eher, so sieht die Paddy aus, wenn sie Chinesin wäre. Der Alex wäre so dieser KFC-Chinesen-Abklatschmann, der da hinten im Hintergrund ist. Ja. Und der Zono ist ein Stuhl. Listen to me, huh? Blabbing on about myself. Pretty boring, huh? Oh, not at all. I'm just glad that you're willing to talk to me. It's been a long time since I've had someone to chat with. Thanks. Jetzt steckt er sich wieder rein. You rest here a while. I'll take you to the school history room whenever you're ready. Wann immer ich soweit bin. Thanks. Du bist ein Stuhlgang. Ein Stuhl im Gang. Ein Stuhlgang. Ich dachte erst, dass der Typ da in dem Bild in der Mitte... Sieht aus, als würde der Typ in dem Bild in der Mitte in einem Topf vor einem Ofen reinscheißen. Hä? Könnte Paddy sein. Ofen? So, wo soll ich hin? Hat sie eingesammelt, was? Good to go. Alrighty. Sama, Patricia.
Oh, Patricia. Ich muss mich nur ein bisschen ablenken, weil jetzt passiert gleich was. Let's take the stairs. Get some exercise. Patricias. Die Ultra verdammt. Da mal einen Kopf reinstecken. Was wohl passiert? Es gibt so Nachtwächter-Jobs, weil wirklich, habe ich letztens erst irgendwo wieder was gelesen, dass es so Anzeigen tatsächlich geben soll. Ja, eine Hundehütte? Findest Professor! This here's Professor. He's been here longer than I have. His real name's Pooty. But everyone just calls him Professor. Da ist niemand! Was? What can I say to you, Professor? You're quite the character. Was? Hä? Da ist ein Gnorvon ist da. Da ist Gnorvon. I look George. Ui. Eine rührende Liebesgeschichte über einen, Sag mal, hörst du das nicht, Kollege? Oh, warum grüßt der eine Hundehütte? Was ist hier los? Nee, nee, nix sagen. Spoiler ist uncool. Alex kennt das Spiel schon, der hat uns das empfohlen. Also wenn, liebe Leute, wenn das Spiel scheiße ist, bitte alle Hate-Nachrichten per E-Mail an alexklick@ichhabenkleinen.de. Er wird sie alle beantworten mit Original-Dickpics. Mann, geh halt. Okay, was jetzt? Huh! Ah, kids these days. Nothing seems to scare them. Are you worried something might happen? I heard this place is haunted. Haunted? Yeah. If it's before midnight, they can do whatever the hell they want. Ah ja, okay. Ist ja noch nicht Mitternacht. Haben wir noch 2 Stunden Zeit, hat sie gesagt. Und das Pferd hat einfach nur so geschaukelt. Ich hab gerne Frauen in meinen Träumen. Mann, ich wünschte, ich könnte Mandarin. Ist das Mandarin? Okay, du gehst vor, Bruder. Ich geh. Was? Wie kann der nur so cool bleiben, Alter? Was ist mit dem? Ich wäre längst weg. Oh. Ui, Mao Zedong. Was? Der wurde nur 5 Jahre alt. Was? This is the school's founder, Xu Wenzhong, right? Sag ich doch, Xu Wenzhong. Somebody did their homework. Das steht doch da, Mann. Das steht doch da auf der Tafel, oder? But his eyes really did him dirty. Hausaufgaben gemacht. No, nothing. The fellow wore glasses is all. Seltsam. Das steht da, weiß der. Ui, bin ich schlau. Gut, also der Typ hat einfach vor gar nichts Angst. Das steht schon mal fest. Das ist dieses Museum. Oh Bruder, das lese ich jetzt nicht alles. Da könnt ihr euch ein bisschen über dieses Darren-Gebäude bilden, wer dann Pause drücken möchte. Einen ausgewanderten Architekten entworfen. Was ist jetzt? War meine Maus einfach außerhalb des Monitors. Krass, Scheiß. And here's the school history room. Hä, das war doch der, von dem wir das Tape gefunden haben. The Darren building can be found here. Was macht er da? Take your time. If you've got any questions, just ask. Der erwartet doch nicht ernsthaft, dass ich mich hier jetzt also dann so umschaue, oder? Ist das was denken die? Was stimmt denn mit den Chinesen nicht? Also würde mich das interessieren. Komischer Typ, ey. Lass mich da rein. Was ich trinke, Oh, you want to take some photos? Arabischen Kaffee. What a fancy camera. In any case, yeah, you can take pictures. Just make sure not to take any of me. Ah, scared? Fancy Kamera ist ein Handy. Yeah, my spectacular physique. I don't want your camera to explode. Okay, I'll make sure you're not in any. Oh, ist das cringe, Alter. Reden die da drüben wirklich so? Das sieht aus wie ein Rätsel unten, das Symbol. Oh, oh.
Ernsthaft? Ich mach das nicht, das macht sie, gell? Ich steuere gerade gar nichts. That's fake for sure. Huh? What makes you say that? Look at how new it is. Does that look like it's from the 60s? Naja, kann schon sein. This building's supposed to be built with the 8 trigrams in the right order. Huh. Which would mean it should drive out evil spirits. And this area is teeming with yin and yang energy, and we're on a mountain. It's extremely important to order them properly. Mm. And their direction and angles must be perfectly aligned. Even worse, they were purposefully reversed. When placed in the reverse order, it draws in evil energy and keeps it trapped inside too. Okay. Which means anyone who dies here turns into a ghost and is unable to escape, not to mention the constant influx of evil spirits. Wow. Sure know a lot about feng shui. Ja, aber ich habe jetzt gar nicht vor, alle Sammlerobjekte zu finden, ehrlich gesagt. Just a little. I started doing some research later on. Es sei denn, die schalten eine Art Extra-Ende frei oder so. Only they hadn't screwed up when they built this place. They just built what they were given. Who would have guessed the architect would purposefully mess with the trigrams? It's got nothing to do with the builders. Dann, also ich werde jetzt nicht alles absuchen wegen Sammlerobjekten. Es ist jetzt kein Platin-Run. Ah, about the rumors of this place being haunted. Aber ich nehme natürlich mit, was ich finde. Das auf alle Fälle. You must have seen a ghost or two. Right? Ghosts, eh? Mm-hmm. Yeah, but it sure as hell wasn't one or two. Hmm. How do I put this? Wait. Ghosts and spirits. You can't talk about that in your report, can you? Well... Whoa! It's already 11:34! Eineinhalb Stunden Alrighty, bin ich schon right. da drin. No time to get going. Do you mind if I snap a few more photos of the elevator? No. Time to be going, Sue. Apologies. Uh-oh. Again? What's the date? August 21st? Naja, fast. And soon to be the 22nd. No wonder. Don't mind me. Do whatever you need to do. Or maybe I can help. No. Hey, and don't go running around. It's late. Make sure you leave before midnight. Ganz ehrlich, das waren 5 Minuten und das sind 1,5 Stunden Spielzeit vergangen. Wie soll ich das machen? Ich werde natürlich nicht gehen. Still got 20 minutes. I wonder if I can play a video in the screening room. Genau, das wollte ich nämlich machen. Da reingehen. Das rauscht schon so offensichtlich, dass ich das machen muss. Attacke, oder? Das. Kennt ihr das Video? Es gibt ein Original-Art-Video von dieser einen, die in dem Wassertank auf dem Hotel tot aufgefunden wurde. Die hat sich ähnlich verhalten im Aufzug, bevor sie dann tot war. Bis heute weiß man nicht, was passiert ist. Das soll daran, glaube ich, erinnern. Alex kennt's auch, ja. Das ist quasi eine Hommage. Oder was heißt Hommage? Das ist halt... eine Urban Legend, die halt tatsächlich passiert ist. Bis auf das ist da nicht passiert, dass sie da mit einer Lampe rumrennt, aber... Warte, das ist ein Tag später. Ach, das ist jetzt Mitternacht, okay. Aber finde ich cool, die Anspielung. Also habe ich auch sofort kapiert. Muss man halt kennen. Kann ich nur empfehlen, das mal sich anzuschauen in YouTube, die Geschichte. Wo leuchtet die hin? Hä, ist doch nur ein Aufzug. Wait.
It's like in the movie trailer. And... weird. Did I press that? Couldn't be. No. Erste. Nimm die Öllaterne unter die Lupe. Da hat er vorher ein Foto von gemacht. Hier. Ah, okay, das war klar. Jetzt muss ich wieder rumrätseln. Nein. Jetzt hab ich... Ich hasse es. Ich kann doch nicht mehr denken, Alter. Tada! Ja, wusste ich schon, aber die unten waren ja schon richtig. Achso, nehmen, bitte. Ich weiß nicht, ob das klug ist, sowas zu machen, wenn das passiert von alleine. Dann da das nehmen und tun und Sachen machen. Glaube ich nicht so klug. Was keinen Sinn ergibt, ist, dass sie die Lampe in der Hand hält, aber die Spiegelung von der Taschenlampe ist.
Huh? The lantern. I wonder if I can find anything else. Natürlich. Normale Reaktion. Haben wir nicht alle Anima-Laterne aufdecken? Halte zur Erkundung die Space-Taste gedrückt. Schau erstmal da rein. Irgendwas Magisches. Alle verborgenen Botschaften entdecken. Okay. Kann ich die ganze Zeit mit Leertaste rumlaufen? Gehen jetzt ab. It goes all the way to the elevator. Wo ist denn der Dude hin? Kameramann, hätte ich fast gesagt. Was steht da? Hilfe. Das heißt Hilfe? Alter, brauchen die lang, um Hilfe zu schreiben. Bist ja gestorben in der Zeit. Da soll ich jetzt rein. Boah, no way, Alter. No way gehe ich da rein. Ich gehe dahin und lese ein Buch. Ah, deswegen hat die das so angeglotzt. Verstehe, schau mal. The trigrams again. Top of the display case too. Nothing. Mitternacht. Wenn das Böse erwacht. Okay. Hello? I'm stuck inside the elevator! Mister, help! It's midnight. What in heaven's name are you still doing here? What's your name? Wong Ting-Ting. Help! Please, hurry. There's a ghost out there. She wants to eat me. Blood. There's... blood everywhere! I'm gonna die! She's going to kill me! Her neck is broken! A broken neck? Oh. Okay. Hilf mir! Oh. Ich weiß, wo ich bin, aber wie bin ich hierher gekommen? Kann ja gar nicht sein. Oh Gott. Are you okay? Alter, die hat da ein ganzes Rind liegen. Boah, ist die muss hungrig. Oh nein, nicht mehr anfassen, die geht. What the?
Ich kann nicht, aber... Wenn die Symbole vollständig aufleuchten, schützt sie den Träger vor einem tödlichen Geister. Anschließend muss die Energie vollständig aufgeladen werden, bevor ein weiterer Angriff werden kann. Oh oh. Die Bloody Bitch, Alter! Die verfolgt mich! Wo ist die? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da hinten, Alter. Es kommt. Ah, die kommt, um mich zu töten! Aber ihre Beine sind rasiert, das muss man ihr lassen. Debra! Das ist ja gemein. Wenn ich das Ding aktiviere... Wenn ich das Ding aktiviere, dann rennt die sofort zu mir her. Blöde Sau. Ich hoffe, der... Ich habe den Verdacht, meine zukünftige Freundin wird genau so aussehen. Ich warte jetzt, bis sie weggeht. Soll sie doch einfach, Ah, gut, der merkt sich das. Alarm, Alarm! Goddammit! Goddammit! I got it. So. Die hat bestimmt irgendeinen Sonderweg, oder? Ah, okay, es war ein Speichern. Wie sie hier so lang laufen kann. Wetten, dass die so einen Sonderweg hat? Blöde Sau, Alter! Ah! Immer diese Rich Kids, die alles kaputt machen. Ich muss nur gucken, ob ich irgendwas zum Angucken vergessen habe. Goddammit! Da ist... Okay, aber die kann mir, selbst wenn sie sieht, dass ich unter den Tisch bin, kommt sie nicht runter, oder? Habe ich das schon richtig verstanden jetzt, oder? Weil die hat ja gerade gesehen, wie ich unter den Tisch gekrabbelt bin. Alter, die sieht aus wie die Patricia. Deswegen ist die Single. So läuft es. Kann ich jetzt an ihr vorbeigehen oder sieht sie mich dann? Ich probiere es einfach mal. Ah ja, okay, die kann ja nicht in meine Richtung gucken. Die ist ja ein bisschen eingeschränkt in ihrer Optik. Ich folge einfach den Blutspuren, das ist immer gut. Blutspuren sind hilfreich. Irgendjemand hat den Weg vor mir gewählt und ihn kaum bis gar nicht überlebt. Oh, es kommt. Oh Gott. Ah, nicht schon wieder so ein Scheiß. Ich tu dir gleich weh. Oh oh. So, was macht sie jetzt? Zieht sie mich aus dem... Nein, okay. Also das sieht auf jeden Fall so aus, als könnte ich einfach hinter den Tisch rennen und dann sieht sie mich nicht mehr. Boah, ist mir gerade warm, ey. Ich schwitze unten rum. Bis unter meinem Busen. Schau sie dir an, wie hübsch die ist. Wie der fast kopflose Nick aus Harry Potter. Nur eklig.
Man darf auch nichts anstoßen, das ist wichtig, sonst sagt sie, kriegst die Pfirti und hau rauk. Okay, vielleicht renne ich das nächste Mal einfach unter den Tisch, da muss ich nicht so weit laufen. Das nervt. Das nervt. Ich kann mir nicht... Ach, du kennst das Spiel auch. Ihr kennt die Spiele immer alle schon. Oh nein, es kommt schon wieder. Gut, aber wie soll sie auch... Wie soll sie auch unter den Tisch kommen, weißt du? Es geht ja gar nicht. Die ist ja... Die ist ja Optik und so ist ja kaputt. Die würde ja umfallen, wenn sie nach hinten unter den Tisch guckt. Dann macht Blab und dann macht sie Laola, nicht Laola, Lambatna. Ach, was weiß ich, Alter. Ich höre einfach auf zu reden, okay? Okay? Nur weil ich schwer bauerbeschämt behindert bin. Jetzt lauf! Abfackeln! Oh mein Gott! Juliette! Die Jule streichelt abends mal ihren Busen. Geht der nicht nur auf B2? Scary as fuck! Ich muss zugeben, ich habe mich schon mal erschrocken in dem Spiel. Waren es die 20, 25 Euro, waren es dann schon wert. Unbekannter Ort. Nicht existentes B3 finden. Trophäe erhalten. Die seht ihr nicht, die ist unter meinem Gesicht. Ein Ausweis. Huang Ding Ding. Huang Ding Ding. Das ist die Uhr. Das ist die, oder was? What the? Huh? Die ist jetzt tot, oder was? 1960, der Rennmord. Im Jahr 90 geschah ein Mord auf dem Campus der Wenghua-Universität. Das Opfer war niemand Geringeres als die Tochter des Schulgründers. Der Täter war der für das Design des neuen Dareng-Gebäudes zuständige Architekt. Dieser Vorfall wurde als der Dareng-Mord 1960 bekannt und nun bereitet eine Gruppe von Studierenden im Filmclub dieses Stück Universitätsgeschichte in einem Horrorfilm auf. Dareng Wang Ding Ding.